Kapitel 36. Und es begab sich im 14. Jahr des Königs Hiskia, da zog der König von Assyrien, Sanherib, herauf gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Und der König von Assyrien sandte den Rabschake von Lachisch nach Jerusalem zu dem König Hiskia mit großer Heeresmacht. Und er trat hin an die Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße bei dem Acker des Walkers. Und es kamen zu ihm heraus der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias, und der Schreiber Schebna und der Kanzler Joach, der Sohn Asaphs. Und der Rabschake sprach zu ihnen: Sagt doch dem Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien. Was ist das für ein Vertrauen, das du da hast? Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Auf wen verlässt du dich denn, dass du von mir abgefallen bist? Verlässt du dich auf den zerbrochenen Rohrstab Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand dringt und sie durchbohrt? So tut der Pharao, der König von Ägypten, allen, die sich auf ihn verlassen. Willst du mir aber sagen, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott? Ist's denn nicht derselbe, dessen Höhen und Altäre Hiskia abgetan und zu Juda und Jerusalem gesagt hat, nur vor diesem Altar sollt ihr anbeten? Wohlan! Nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Rosse geben. Lass sehen, ob du die Reiter dazu stellen kannst. Wie willst du denn zurücktreiben auch nur einen der geringsten Diener meines Herrn? Und du verlässt dich auf Ägypten um der Wagen und Gespanne willen. Meinst du denn, dass ich ohne den Herrn heraufgezogen bin in dies Land, es zu verderben? Nein, sondern der Herr sprach zu mir: Zieh hinauf in dies Land und verdirb es. Aber Eliakim und Schebna und Joach sprachen zum Rabschake: Rede doch mit deinen Knechten Aramäisch, denn wir verstehen's gut, und rede nicht Hebräisch mit uns vor den Ohren des Volks, das auf der Mauer ist. Da sprach der Rabschake: Meinst du, dass mein Herr mich nur zu deinem Herrn oder zu dir gesandt habe, solche Worte zu reden, und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen und samt euch ihren eigenen Mist fressen und ihren Harn saufen werden? Und der Rabschake trat hin und rief laut auf Hebräisch und sprach: Hört die Worte des großen Königs, des Königs von Assyrien. So spricht der König: Lasst euch von Hiskia nicht betrügen, denn er kann euch nicht erretten. Und lasst euch von Hiskia nicht vertrösten auf den Herrn, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten, und diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assyrien: Schließt Freundschaft mit mir und kommt zu mir heraus. So soll ein jeder von euch von seinem Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und aus seinem Brunnen trinken, bis ich komme und hole euch in ein Land, das wie euer Land ist, ein Land, darin Korn und Wein ist, ein Land, darin Brot und Weinberge sind. Lasst euch von Hiskia nicht bereden, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten. Haben etwa die Götter der andern Völker ihr Land errettet aus der Hand des Königs von Assyrien? Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Sepharvaim? Und wo sind die Götter des Landes Samarien? Haben sie Samaria errettet aus meiner Hand? Welcher unter allen Göttern dieser Länder hat sein Land errettet aus meiner Hand, dass allein der Herr Jerusalem erretten sollte aus meiner Hand? Sie schwiegen aber still und antworteten ihm nichts, denn der König hatte geboten: Antwortet ihm nichts.
Da kamen der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias, und der Schreiber Schibna und der Kanzler Joach, der Sohn Asaphs, mit zerrissenen Kleidern zu Hiskia und sagten ihm die Worte des Rabschaki an.